Wir denken uns die aus. Also die sind, wir denken uns die aus. Und es ist schön, weil wir mit unseren reinen fiktiven Erzählungen so nah an der Realität sind, dass die Leute glauben, es ist wirklich so. Wir arbeiten, wir lesen viel und dann schauen wir nach und haben einen hervorragenden Co-Autor, der noch mit uns zusammenarbeitet, Dietrich Kraus, der ein Berserker ist. Mhm. Also ein Wissensberserker und ein Informationsjunkie, kann man so sagen, glaube ich. Ja, schon. Ja, ne? Er färbt auch auf uns ab. Also genau. Das Interessante ist, dass wir in eine Rolle gedrängt werden. Man fängt mit Satire an und benutzt journalistisches Material, um Satire damit zu machen. Im Moment haben wir das Gefühl, wir machen ein bisschen Journalismus, weil die Leute immer sagen, sie erfahren bei uns eben Fakten, die sie sonst nicht kriegen. Das hat uns ein bisschen beklommen gemacht. Das stimmt was an der Rollenverteilung. Ja. Also es war so, früher haben die Journalisten Journalismus gemacht und wir Satire. Und jetzt dreht sich das ein bisschen um, gerade die Tagesthemen neigen zur Satire zurzeit. Aber die Zeit auch. Ne, es ist ein bisschen übertrieben, aber tatsächlich reagieren wir ja. Kabarett ist ja reagieren auf das, was aktuell passiert. Und wenn es da Dinge gibt, die von denen wir denken, die Leute müssten es erfahren und sie haben es noch nicht genug erfahren, dann muss Kabarett einfach mal zur Multiplikation von Informationen herhalten. Das Schöne ist, wir bedienen uns schon einfach öffentlich zugänglicher Quellen. Und das war ja, glaube ich, die Beschreibung vom Geheimdienst damals auch, oder? Ja. Der die Linke beobachtet hat, hat er sich, glaube ich, öffentlicher Quellen bedient. Tageszeitung gelesen. Lesen. Und es ist schockierend, was da tatsächlich ja drinsteht. Es geht nur darum, wenn man das mal zusammenfasst und mal in der Haltung bringt, was dann plötzlich mit Menschen passiert. Wenn sie es als reine Information kriegen, würde nichts passieren. Wenn du eine Emotion dahinter setzt, aber das ist das Schöne, oder? Ich möchte auch mal den Gerda Hasselfeld-Satz sagen. Wir haben eine Debatte angestoßen. Ja, auch schön. Und dann darf man auch nicht vergessen, es gibt natürlich auch manchmal Quellen, die, sagen wir so, nicht im allgemeinen Bewusstsein so angekommen sind und die im Internet sind. Die muss man natürlich suchen und finden. So tolle Seiten wie Telepolis oder Nachdenkseiten, auf denen man immer mal nachgucken kann, in denen man sehr schön und großartige Sachen erfährt, die eben nicht sonst so kolportiert werden. Da muss man mal bei der Zeit nachfragen. Wir ecken an. Und das ist auch gut so. Ich finde, Kabarett, das nicht aneckt, es weiß ist, nicht. Es ist nicht das Ziel, ja, aber es ist keine unerwünschte Nebenwirkung. Ja.